Verwaiste Melodien. Mit Hilfe von vereinbarten Codes wurde ich in den versteckten Bunker der letzten überlebenden Chassiden des Warschauer Ghettos geschmuggelt. Insgesamt 30 Menschen. Auch meinen Bruder und meinen Schwager fand ich dort vor. Rabbi Fabianitzer war allein da. Er hatte bereits seine gesamte Familie verloren. Wenn er uns aber in der Tora unterrichtete, strahlte sein ganzes Gesicht vor begeisterter Freude. Stundenlang saßen wir zusammen, dicht aneinander gedrängt, mit jubelnden Seelen. Mit Feuer und Flamme sangen wir die neuesten Melodien. Es waren Lieder, die man für den Gottesdienst an den hohen Feiertagen Rosh Hashanah und Yom Kippur in der großen Synagoge komponiert hatte. Aber der Krieg, der 2 Wochen vor dem Neujahrsfest ausgebrochen war, hatte diese Pläne durchkreuzt, sodass die Melodien verwaist blieben. Einer jedoch erbarmte sich ihrer. Es war ein Chassid, der sie von ihrem Komponisten gelernt hatte. So wurde sie von Mund zu Mund weitergegeben und blieb auch in unserer Erinnerung verwahrt. Tatsächlich war ich es, der Jüngste im Kreise, der diese Melodien damals vorsang, und sie trugen uns auf ihren Flügeln aus dem Bunker fort bis nach Jerusalem. Wann wurde folgender Negun wieder in mir wach? Die Melodie des Gebets Heye im Pifiyot, die so sehr an die Seele geht und sich anfühlt, als sei die ganze Zukunft dabei bereits in ihr enthalten. Das geschah in Majdanek. Dort wurden die Karten neu aufgemischt, weil das Schicksal mich ausgerechnet am Vorabend von Shavuot, dem Wochenfest, nach Majdanek verschlagen hatte. Und zu Ehren dieses Wochenfests hatten sich unsere mörderischen Aufseher ein besonders sadistisches Spiel für die jüdischen Häftlinge einfallen lassen: Turnübungen. Viele Stunden lang quälte uns der Kommandant dieses Todeslagers mit allen möglichen satanischen Einfällen, bis er plötzlich selbst ermüdete und uns eine Stunde lang unüberwacht auf dem offenen Platz allein ließ. Und genau in dem Moment kam mir jene so bewegende prophetische Melodie erneut in den Sinn. Ich suchte nach etwas, um mir den Kopf zu bedecken, und fand ein zerrissenes Stück Zeitung. Mit lauter Stimme begann ich, das Akademut zu singen, die Einführung in die 10 Gebote. Ich weiß nicht, wie der Text zu dieser Melodie passte. Was ich weiß, ist, dass alle von diesem herzergreifenden Negun begeistert waren. Jeder, der konnte, bedeckte seinen Kopf mit der Hand. Und als ich das 18er Gebet rezitierte, schlossen sich mir zahlreiche Juden an, um die Kedusha, die Heiligung, zu sprechen. Man darf nicht vergessen, dass hier von Majdanek die Rede ist. Was Treblinka war, das wussten wir alle schon längst. Vor Treblinka erschrak keiner mehr. Das ganze Geschäft dauerte 10 bis 20 Minuten. Dann war alles vorbei. Aber in Majdanek lief das anders. In Majdanek vereinten sich alle 7 Ebenen der Hölle auf Erden. Und dennoch geschah es gerade in Majdanek, dass dieser chassidische Nigun unser Shavuot-Fest rettete, das Freudenfest der Toragebung. Erzählt vom Chassid Reb Leibel Pinkuschewitz. Thank you.
Thank you.